Nach langer Zeit bringe ich mal wieder ein Video. Woran lag es, dass ich keine Videos gemacht habe? Ganz einfach an der Motivation. Ich hatte einfach keine Motivation, irgendwas zu machen. Ich hatte keine Lust mehr, irgendwelche Spiele zu testen. Ich hatte allgemein auch keine Lust mehr, irgendwelche Videos aufzunehmen. Woran lag es? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, das ist eher so eine Kopfsache. Und wenn man keine Motivation hat, dann sollte man sich nicht darauf drängen, irgendwas aufzunehmen. Ich habe mir aber gedacht, da jetzt in den nächsten Monaten das UGC-Zeugs beginnt für alle, also heißt, jeder kann irgendwann in den nächsten Monaten UGC-Items hochladen, dachte ich mir, zeige ich euch heute in diesem kleinen Tutorial, was ihr alles braucht, um ein UGC-Item hochzuladen. Ihr braucht dazu nur, ja, eigentlich drei Sachen: Roblox Studio, dann ein 3D-Programm, mit dem ihr Items erstellen könnt. Ich nutze in dem Fall jetzt Blender. Blender ist komplett kostenlos und das könnt ihr einfach runterladen. Und als Texturprogramm nutze ich Photopea, weil es einfach kostenlos ist und jeder darauf Zugriff hat. Dann legen wir mal los. Das erste, was ihr braucht, ist ein Avatar. Da gebe ich euch immer den Tipp, nehmt am besten einen Dummy. Ein Dummy ist das Beste, was du eigentlich haben kannst oder mit dem du arbeiten kannst. Am besten klickt ihr auch hier oben einmal dann auf Avatar. Falls ihr wollt, dass die so gesagt fixiert ist, diese Leiste, drückt ihr einfach einen Doppelklick drauf und dann fixiert ihr das. Dann drückt ihr hier oben auf Rig Builder und dann macht ihr euch einfach einen Block-Avatar. Dieser Block-Avatar steht jetzt hier. Ihr müsst aber diesen Block-Avatar noch in die Position 0,0,0 bringen. Das heißt, dass er perfekt in der Mitte steht. Und dann exportieren wir das Ganze. Ihr drückt rechte Maustaste auf diesem Avatar und geht einfach nur auf Export Selection und speichert euch den da ab, wo ihr den gerne haben wollt. Dann switchen wir zurück in Blender und bei euch müsste das ungefähr so aussehen. Es ist egal, welche Version ihr habt, braucht ihr gar nicht drauf achten. Wir drücken einmal linke Maustaste einfach hier in diesem grauen Bereich und geht dann hier unten auf die Zahl. Bei mir steht jetzt 2.93.5. Und dann macht ihr hier oben die Szene Statistics an, damit ihr hier unten schön die Zahlen habt, weil die sind ganz wichtig. Bei UGC-Items ist es nämlich so, ihr könnt eine maximale Words-Anzahl von 1200 haben und Trees 4000. Die 4000 Trees sind wirklich sehr schwer zu erreichen, es sei denn, man macht eine Kugel, die werde ich mal eben kurz erstellen. So, und würde jetzt zum Beispiel hier diese Subdivisions, würde ich jetzt auf 10 stellen. So, jetzt lädt es ganz kurz. Es dauert. Man sieht es auch, ich habe hier eine schöne Ladeschnecke gerade. Und schon sind wir bei 5.242.880 Trees und über 2 Millionen Words. Wie wird das Ganze dann aussehen? Wenn wir jetzt Tab drücken, was wahrscheinlich auch nochmal ewig lang dauert, weil überall jetzt so gesagt orangene Linien entstehen. Genau, so wird das nämlich ganz aussehen. Und das wollen wir natürlich nicht. Also heißt, wir müssen so einfach wie es geht arbeiten. Heißt auch nicht zu hoch stellen irgendwas. Jetzt habe ich nochmal eine Ikosphäre hinzugefügt. Das war wahrscheinlich ein großer Fehler von mir. Aber es ist okay, ich kann nochmal die Words ein bisschen runterstellen. So, dann gehe ich mal hier auch wieder auf 2 zurück. Dann sind wir wieder auf 80 Trees und 42 Words. Wie hoch können wir denn maximal gehen? Das probieren wir mal eben aus. 1, 2, 3. 3 ist das Höchste, was wir nehmen können, also heißt Subdivisions 5. Dann sind wir aber schon drüber. Hier genauso bei den Words. Wie könnten wir das denn jetzt reduzieren, wenn jetzt überall diese Words sind? Oder so eine große Kugel, so eine große Dichte. Ich habe jetzt mal Tab gedrückt, damit ihr so gesagt in diesen Edit-Mode reingehen könnt. Und dann gehen wir hier auf das. Auf diesen Schlüssel, nennt man das so? Ja. Dann gehen wir hier oben auf Add Modifier und gehen hier auf Decimate. Dann haben wir hier eine 1000 stehen. Und jetzt achten wir unten mal auf die Zahl, wenn ich das jetzt mal nach links rüberziehe. Noch ändert sich nichts. Oh, ich bin im Edit-Mode drin. Das ist das Problem. Wir probieren es nochmal so. Nicht in den Edit-Mode gehen, es darf nichts orange leuchten. Ganz wichtig. Und ganz schlimm ist mein Stuhl geworden.
Der ist so am Rumquietschen, das ist nicht mehr normal. Wir hoffen, dass man dich in der Audio hört. So, jetzt kann man es sehen. Unten wird gerade schön alles reduziert, sobald wir damit runtergehen. Und wir dürften ungefähr diese Größe hochladen. Wir haben hier nämlich fast das Maximum erreicht von 1200. Und ich denke mal, wir dürfen hier am Ende vielleicht noch ein paar Zeilen höher gehen. Probieren wir mal aus. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Ich denke mal dann hier in diesem Bereich eine 4. Nee, bringt immer noch nichts. Dann machen wir hier mal eine 1 rein. Ah, dann ist es nochmal ein kleines Stückchen höher gegangen. Und darauf muss man achten. Genau auf diese Birds und auf diese Trees. Ich habe vor langer Zeit mal einen Hut erstellt, einen Zylinder. Und den werden wir heute nochmal machen. Mit Texturen und, mit Hochladen und das perfekte Anpassen an dem Charakter. Zuerst haben wir hier die Vertex. Die Vertex liegen jetzt bei 32, ist vollkommen in Ordnung, liegt auch noch in unserem Rahmen. Also davon können wir, oder den können wir einfach perfekt so nutzen, wie er hier ist. Wie erstellt man ein Objekt, oder besser gesagt, wie packe ich ein Objekt rein? Ihr haltet Shift gedrückt, drückt einmal auf A und könnt dann hier ein Mesh hinzufügen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euch eine Duplikation erstellen. Bevor wir das aber machen, würde ich erstmal sagen, wie bewegt man sich hier in Blender? Ganz einfach mit der mittleren Maustaste. Wenn ihr euch nach rechts und links bewegen wollt, Shift gedrückt halten und dann mit der mittleren Maustaste auch wieder gedrückt halten. Und dann könnt ihr euch hier drin auch perfekt bewegen. Es ist momentan, so gesagt, ein bisschen Fimmelsarbeit. Ihr müsst euch da wirklich reinfinden in das Ganze, damit es halt prima funktioniert. Das erste, was ich aber noch mache, ist nochmal ganz kurz diesen Zylinder rauszulöschen, weil wir haben ja nicht den Dummy umsonst, so gesagt, exportiert. Deswegen geht ihr auf File, geht auf Import und wählt euch unten die Wavefront UBJ aus. Dann wählt ihr euch einfach nur noch den Ort aus, wo ihr euren Dummy abgespeichert habt. Das habe ich jetzt gerade mal hier gemacht. Dauert gerade jetzt ganz kurz. Endlich haben wir unseren Dummy auch mal reingeladen. So sieht das Ganze jetzt aus. Sieht halt ein bisschen verwirrend aus, weil man da so ein bisschen durchgucken kann. Das könnt ihr aber auch ganz einfach beheben. Ihr drückt einmal hier in diesem Bereich einfach mal Tab. Wenn es sich bringt, einfach nochmal linke Maustaste. Dann drückt ihr nochmal auf die Person drauf und dann habt ihr hier weitere Optionen. Dann geht ihr hier unten auf diese Kugel, scrollt runter und stellt von Alpha Blend auf Opacue, ich weiß selbst nicht, wie man das genau ausspricht. Und dann sieht unser Charakter aber so aus. Und darauf bauen wir jetzt so gesagt den Zylinder auf. Ihr drückt wieder nichts an, das heißt, ihr werdet auch nicht den Dummy auswählen, sondern einfach nur linke Maustaste einmal in diesem grauen Bereich im Hintergrund drücken. Dann drückt ihr wieder Shift A. Dann geht ihr wieder auf den Zylinder. Den Zylinder können wir jetzt erstmal wieder ein bisschen nach oben ziehen. Hier auf der rechten Seite habt ihr so ein paar Einstellungen, die ihr natürlich dann nutzen könnt. Oder besser gesagt Move Tools, Scale Tool und. Ich werde jetzt auch einmal ganz kurz das Scale Tool nutzen, weil ich möchte den Zylinder so ungefähr haben. Dann setze ich den hier drauf. Werde mir nochmal das Scale Tool nutzen und werde den ein bisschen kleiner scalen. Ungefähr so in diesem Bereich. Dann drückt ihr das Ganze einmal weg, drückt nochmal drauf und wir drücken jetzt Shift und D, um uns eine Duplikation dazu oder davon zu erstellen. Drückt einmal rechte Maustaste, um das wieder auf den Nullpunkt zu bringen. Dann scalen wir das Ganze auch ein bisschen kleiner. Ziehen uns den ein bisschen nach oben. So. Dann drückt ihr einmal auf Tab. Wer nicht weiß, wo Tab ist, die Taste. Direkt neben Q, die große, lange Taste. Dann drückt ihr auf die 3 auf eurer Tastatur. Drückt nur hier oben auf diesen Bereich drauf. Und drückt einmal auf E. Dann haben wir so gesagt jetzt diesen Hut erstellt, der mir überhaupt nicht gefällt. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir sind am Rumprobieren, wir sind am Testen, also von daher alles gut. Dann drücke ich meist noch einmal S, wenn ich oben den Bereich noch ausgewählt habe, um natürlich den Hut so ein bisschen so eine kleine Form zu geben.
Ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er das gerne machen möchte. Vielleicht kann man auch ein bisschen hiermit arbeiten. So, vielleicht. Und... Oh Gott, wie sieht das denn aus? Eieiei. Wie sieht denn ein Zylinder aus? Meist so ein bisschen länger gezogen. An den Seiten, glaube ich, nicht so breit. Ja, ja. Könnten wir einfach mal so lassen. Genau dasselbe machen wir jetzt hier unten bei diesem Bereich nochmal. Wir ziehen das nämlich nochmal ein bisschen größer. Dass es dann so aussieht. Und wir gehen nochmal in den Hut rein. Und drücken hier unten einmal auf die Fläche drauf. Moment, dazu müssen wir einmal nochmal abwählen. So, ist das die Fläche? Nee, das ist die Fläche noch nicht. Oh Gott. Jetzt müssen wir erstmal die Fläche suchen. Wir können das auch nochmal ein Stückchen da oben ziehen und wählen uns hier unten einfach die Fläche aus. So. Dann können wir das nochmal ein bisschen kleiner scalen oder ein bisschen nach innen scalen. Einfach mit S. Und das Ganze packen wir uns dann hier unten wieder drauf. So in etwa sollte das dann aussehen. Ihr kriegt das bestimmt besser hin als ich. Ja, da bin ich mir 100% sicher. Was wird eigentlich so ein UGC kosten? Also heißt, wenn man es hochlädt. Man muss ungefähr bedenken, dass das so um die 750 Robux kosten wird. Und ich möchte mich auch schon mal entschuldigen, falls es gerade ein bisschen lauter im Hintergrund ist. Die Müllabfuhr ist gerade da. Yay. So, wenn wir das gemacht haben, dann könnten wir uns jetzt überlegen, wollen wir hier oben nochmal eine Schleife haben, ja oder nein? Wollen wir jetzt nicht in diesem Fall. Ihr müsst die beiden Sachen aber noch zusammenfügen. Das heißt, ihr wählt euch einmal den unteren Teil aus, dann den oberen und drückt dann Ctrl, also STRG und J gleichzeitig. Und dann habt ihr das so gesagt zusammengefügt. Wenn wir jetzt den Dummy rauslöschen, sieht man, wir haben 160 Worlds und 312 Trees. Das ist vollkommen in Ordnung. Damit können wir arbeiten. Ihr macht jetzt noch hier rechte Maustaste und Shade Smooth. Dann geht ihr hier nochmal auf dieses grüne Dreieck, was weiß ich. Geht auf Normals und macht hier Auto Smooth noch mit rein, damit es schön smooth aussieht. Und dann kommen wir jetzt eigentlich schon zum Texturieren oder besser gesagt zum UV erstellen. Wie funktioniert das Ganze? Ihr geht hier oben auf UV Editing, geht hier oben dann auf Nix, genau. Wir wählen uns den Hut aus. Ihr wollt jetzt sagen so, ja okay, jetzt habe ich aber den ganzen Hut. Ja, aber da das zwei Teile sind, könnt ihr so gesagt den oberen Teil auswählen und den unteren. Ihr haltet Nix gedrückt und drückt einmal hier oben auf ein Part drauf und drückt dann auf L. So habt ihr jetzt dieses Top-Teil hier oben nur ausgewählt und nicht das untere noch mit. Dann macht ihr einen guten View von der X-Achse zum Beispiel. Drückt dann einmal auf U und geht auf Project from View. Dann haben wir hier dieses tolle Teil. Das ist so gesagt schon unser Zylinder. Den könnt ihr dann natürlich auch hier bewegen und moven, wie ihr halt möchtet. Dann müssen wir natürlich jetzt noch, beispielsweise ihr wollt hier oben eine ganz andere Farbe haben. Das ist jetzt auch nochmal so eine Sache. Dann müsst ihr wieder auf Z gehen, wieder auf U, Project from View. Und dann packt ihr euch das am besten hier unten hin. Dann wisst ihr, okay, das ist der obere Teil. Da machen wir genau dasselbe. Einmal auf L drücken. Oben einfach nur den unteren Bereich auszuwählen, gehen wieder auf die Y-Achse oder auf die X-Achse, es kommt darauf an, wie ihr den Hut haben wollt. Geht wieder auf Project from View und wir haben so gesagt das Band hier unten. Nicht das Band, sondern allgemein die Form des Zylinders. Ne? Das könnt ihr dann halt so in eure Größe ziehen, wie ihr wollt. Aber bitte bedenkt, das hier ist nur ein Tutorial. Ne? Lehnt euch nicht darauf an, dass es jetzt immer ein Zylinder sein soll. Das ist auch ganz wichtig. Nur ein Zylinder ist halt einfacher zu erstellen als so große Projekte.
So, wenn ich jetzt mal hier auf A drücke in diesem Bereich, sieht man auch noch, dass wir hier ein kleines Problem haben. Na gut, so problematisch ist das gar nicht. Nee, wir können uns einfach hier diesen Bereich auswählen und drücken nochmal auf L. Dann können wir nämlich dieses Teil hier nochmal schön verschieben. Und vielleicht hier oben den Bereich auch nochmal ein bisschen verschieben. Ja, ungefähr so. Perfekt. Dann haben wir jetzt so gesagt die UV erstellt. Wie können wir denn die UV jetzt exportieren? Das heißt, dass wir damit jetzt arbeiten können und daraus ein Bild machen können. Dazu geht ihr hier oben auf UV und geht hier unten auf Export UV Layout. Und das speichert ihr euch irgendwo hin, wo ihr gerne dorthin speichern wollt. Dann habt ihr hier noch auf der linken Seite, auf der rechten Seite noch die Größe, die ihr natürlich auch noch umstellen könnt. Ich meine gehört zu haben, danke dafür nochmal an Pharos, der gesagt hatte, es sollte jetzt demnächst so sein, dass jeder 1024x1024 nutzen kann, weil vorher war die UV-Größe 256x256, was halt schon extrem klein ist. Deswegen bleiben wir bei der Größe 1024x1024. Das ist ganz wichtig. Das Format ist auch wichtig. PNG Image ist vollkommen in Ordnung. Und dann geht ihr einfach nur noch auf Export UV Layout. Dann sind wir jetzt hier in Photopea drin und da gehen wir einfach nur vom Computer öffnen. Und dann kann ich mir hier oben meine UV auswählen, die ich mir auch auswählen möchte. Und so sieht das Ganze dann aus. Das heißt, wir haben eine Arbeitsfläche, die genauso groß ist wie hier. Haben wir jetzt so gesagt auch hier. Wie erstellt man jetzt eine Farbe? Ganz einfach. Also ich arbeite immer hier mit diesem Polygon-Auswahlwerkzeug. Dazu drückt ihr einfach nur drauf, also rechte Maustaste. Und geht dann hier auf das Polygon-Lasso-Auswahlwerkzeug. So ist richtig. Dann sieht man schon, wir können uns hier so gesagt einen Strich erstellen. Drücken dann einmal hier, dann hierhin wieder. Dann hierhin, dann hierhin und hierhin. So. Dann haben wir jetzt so gesagt eine Auswahl getroffen, die außen rum liegt. Genau dasselbe machen wir hier unten. Da das aber ein perfektes Viereck ist oder Rechteck, nehmen wir uns hier oben das Auswahlwerkzeug und halten jetzt ganz kurz einmal Shift gedrückt, um ein Plus oder eine Erweiterung zu erstellen. Und füllen das auch noch aus. Und das braucht jetzt nur noch eine Farbe. Dazu nutzen wir, ich nutze jetzt einfach mal ein Lila. Warum nicht, ne? Ich bin ja eh immer so lila angehaucht. Dann können wir die Pinselgröße noch ein bisschen höher stellen. So ungefähr. Wir könnten jetzt natürlich auf diesem Background arbeiten oder wir erstellen uns eine neue Ebene. Das können wir auch machen. So, und dann färben wir das eben mal ein. Auswahl aufheben. Und wie schon gesagt, das hier könnte ich jetzt in einer anderen Farbe machen. Will ich es machen? Ja. Wir machen es jetzt einfach, damit ihr seht, dass es auch in einer anderen Farbe geht. Und da nutzen wir... Sollen wir einen Blau nutzen? Wir nutzen einfach einen Blauton. Ihr könnt natürlich das machen, was ihr wollt. Was ihr am besten könnt und wo ihr kreativ halt euch ausleben könnt. Ihr könnt hier auch Texturen drauf machen. Das heißt, dass da irgendwelche Falten mit drin sind in diesem Hut. Das ist euch komplett überlassen. So, dann gehe ich mal auf Auswahl aufheben. Dann lösche ich den Background raus, weil den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe ja alles so gesagt eingefärbt, was ich einfärben wollte. Dann gehe ich auf Datei, gehe wieder auf Exportieren als, ganz wichtig, PNG wieder. 1024x1024 Pixel, vollkommen in Ordnung. Und wir drücken auf Speichern. Und ihr findet den Zylinder jetzt unten in eurem Ordner in Downloads, genau. Der wird nämlich automatisch im Download-Ordner gespeichert. Wenn wir jetzt nochmal hier im Blender reingehen und wir gehen jetzt hier auf der rechten Seite, wo haben wir es denn? Hier unten, genau auf Textur. Geht ihr dann auf New, geht dann hier auf die Base Color
geht auf Image-Textur, öffnen, Downloads, und da muss ich halt jetzt den UV-Zylinder nutzen. Und wie man sieht, passt auch perfekt die UV jetzt zum Zylinder. Wie seht ihr jetzt die Farbe auf dem Zylinder? Ganz einfach, ihr drückt einmal Z und geht hier unten auf Material Preview. So sieht das Ganze dann aus. Wie gesagt, den blauen Ton habe ich extra mit reingebracht. Und das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist einmal auf File zu gehen, auf Export, OBJ und wählt euch einen Ordner aus, wo ihr es abspeichern wollt. Dann geht ihr wieder in Roblox Studio rein. Und geht dann, ach ja, das Place muss öffentlich sein, deswegen muss ich das noch eben, also nicht öffentlich, ganz wichtig, sondern einmal gesaved haben, weil wenn ihr jetzt hier auf Home geht oder besser gesagt, ihr geht auf View, genau, dann geht ihr hier auf dem Asset Manager und dann kommt halt Save to Roblox. Das muss ich noch eben ganz kurz machen. So, nun habe ich das Place mal online gestellt, das heißt, so wie es halt ja, sein sollte, damit man Sachen auch hochladen kann. Dann drückt ihr hier oben einmal auf dieses, ja, auf diesen Pfeil. Wählt euch dann euren Purple Zylinder aus, also so habe ich ihn jetzt genannt, drücke auf Apply. So, rechte Maustaste, dann Insert with Location. Kann sein, dass die Textur nicht drauf ist, das ist aber überhaupt kein Problem. Dazu geht ihr dann hier unten auf Textur-ID und geht auf Add Image. Geht auf Choose File. Dann geht ihr in den Download-Ordner rein oder halt da, wo das Bild gesaved wurde. Hier habe ich es ja. Und wähle mir das Ganze aus. Und zack, haben wir so gesagt unseren Zylinder hier jetzt drin. So sieht das Ganze aus. Ihr könntet natürlich jetzt hier oben einfach so auf den Kopf drauf machen. Das ist aber natürlich nicht der Sinn der Sache von einem UGC-Item. Sondern wir gehen hier oben auf Avatar. Dann habt ihr hier oben schon Accessory Fitting Tool. Das drücken wir einmal an. Drücken einmal auf den Part. Und dann sieht man schon, hier ist der Zylinder, bla bla bla. Drücken auf Next. Hier würde ich immer bei Classic bleiben, ganz wichtig. Accessory. Dann drückt ihr hier auf Head. So sieht das Ganze dann aus. Drückt auf Next. Und geht hier unten einfach nur auf Generate. Jetzt müsst ihr nämlich gleich noch eine Kleinigkeit tun. Ich bin der Stud-König, ihr kennt es. Ich sage immer wieder, arbeitet bitte in Stats. In diesem Fall macht ihr den Move komplett gleich aus. Oh, das war hier oben mein Model. Dann zieht ihr so gesagt das Teil hier in euren Charakter rein. So. Und wie man sieht, der ist halt teilweise unsichtbar. Quatsch. Blind. Unsichtbar. Ja, moin. Was müsst ihr jetzt machen? Ihr geht einmal in diesen Zylinder rein, drückt nochmal auf Handle auf den Pfeil und geht auf die Head Attachment. Dann geht ihr auf das Move-Tool. Ich will hoffen, dass in einer gewissen Zukunft irgendwie so ein Plugin rauskommt oder sowas. Robo ist damit angesprochen oder wird damit angesprochen. Das ist ein bisschen vereinfacht. Weil das Problem ist, wir müssen jetzt so gesagt den Hut noch ein bisschen transformieren. Das heißt, oder besser gesagt das Attachment. Wir müssen das Attachment nämlich ein bisschen nach unten bringen, dass der Hut nach oben geht. Klingt komisch, ist aber so. Darum drücke ich jetzt hier oben auf den Pfeil drauf und gehe nach unten. Und wie man sieht, der Hut geht langsam nach oben. So, wenn er zu weit nach oben geht, müsst ihr wieder nach oben mit der Maus gehen. Das ist halt das Problem. So, ungefähr so. So ist perfekt. Und das ist, so gesagt, das fertige Produkt. Das fertige Item. Und das könnten wir jetzt ganz einfach hochladen. Noch funktioniert es nicht. Sobald es da ist, sobald irgendwelche Infos da sind, werde ich euch natürlich Bescheid geben. Ob ich schon Motivation habe, sei mal dahingestellt, ich muss euch Bescheid geben, weil das wird vieles ändern in Roblox. Zumal man auch bedenken muss, man muss natürlich eine Menge Robux in die Hand nehmen, damit man UGC-Items erstellen kann. Weil pro Item kostet das, glaube ich, 750 Robux. Das ist natürlich schon eine Stange Geld, muss man sagen.
Und man muss die Sachen auch erstmal verkauft bekommen. Ob man da eine Priorität braucht, damit man halt Sachen hochladen kann, das kann ich noch nicht sagen. Es steht dort nichts. Es steht einfach, für alle Player wird es online kommen. Ihr seht hier auch noch mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt von Roblox, und das ist offiziell von Roblox. Das ist nicht von irgendeiner Webseite oder sonstiges. Nee, es ist von Roblox. Das ist nämlich so gesagt der, wie hieß es jetzt noch? War das? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß es gerade einfach nicht mehr. So, und ich weiß nicht, was die Kriterien sind. Ob man einen gewissen Account haben muss, der schon was älter ist. Weil jeder könnte dort seinen Mist hochladen. Es ist einfach so. Also heißt irgendwelche Andeutungen. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Und das will Roblox natürlich nicht, dass jeder sowas hochladen kann. Es sind 750 Robux, das ist klar. Aber ich denke mal, 750 Robux ist für viele jetzt nicht so die Welt, dass da würden sie sagen, ist mir doch egal, ich lade dieses lustige Item hoch, weil ich es lustig finde. Roblox sieht sowas nicht gerne. Und ich denke mal, man müsste da einen Ausweis hinterlegen. Also heißt, verifiziert sein bei Roblox mit Ausweis, sowie auch seine Handynummer. Das sind meine Kriterien, die ich hätte. Weil nicht jeder kann dort mal eben so seinen Ausweis und sowas angeben. Na, ihr kennt das ja bei Roblox, ihr müsst einen Lichtbildausweis haben, ihr müsst in die Kamera lächeln oder besser gesagt neutral bleiben, euren Ausweis sogar neben das Gesicht halten und ein Foto machen und und. Das ist leider so bei Roblox. Damit man halt eine verifizierte Person dort ist. Ja. Also, falls ihr Bock habt, irgendwas mal in dieser Richtung zu machen, testet euch aus. Sucht auch gerne nach Tutorials auf YouTube. Da gibt es ja einige, wie ihr zum Beispiel ein UGC-Item erstellen könnt. Und da gehe ich jetzt nicht nur von mir aus. Ne? Geht jetzt nicht nur auf diesen Hut ein, den ich hier erstellt habe. Lasst eure Kreativität freien Lauf. Mit diesem Hut wollte ich eigentlich auch nur zeigen, wie viele Trees ihr braucht, wie viele Words und so weiter und so fort. Der Endstand der Words und Trees liegt bei 312 Trees und 160 Words. Also ein perfektes Item, um das hochzuladen. Ich hätte jetzt noch Luft nach oben, um noch mehr an dem Hut dran zu packen und und. Habe ich aber jetzt nicht gemacht. Nee. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem kleinen Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde dann sagen, bis zum nächsten. Euer Xerox. Ciao, ciao.